Hallo, mein Name ist Sammy Korotenberger und ich bin hier am Start mit meinem Pferd Flanell und Flanell ist für mich das beste Pferd der Welt. Los geht's für Nelly und Simike. Nelly, so der Stallname von Flanell. Und Simike, die hier gestern gewonnen haben. Es lief noch nicht alles picobello am Schnürchen, aber mit vielen Highlights. Die beiden reiten heute ihren ersten langen Grand Prix. Simike im Vorfeld wirklich sehr nett einfach gesagt. Also ganz ehrlich, da bin ich schon richtig aufgeregt. Also es geht schon mal sehr schön los. Gestern, Sie erinnern sich, war so ein bisschen viel Dampf drauf. Da hat Flanell das Anreiten erstmal mit ein paar Galoppsprüngen dekoriert. Heute, zack, vom Fleck weg, das sah schon sehr schön aus. Super. Und das ist auch das, was Simike sagt, die will immer. Fließt unheimlich. Sehr schönes Kreuzen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es der Perspektivwechsel war. Ich fand die Linkstraversale noch schöner, echt, als nach rechts. Steht super. Deutliches Rückwärtsrichten, gutes Abfußen. Ganz hervorragendes Rückwärtsrichten aus meiner Perspektive. Da ist schon ein Motor drin. Das muss schon auch ein sehr gutes Gefühl sein. Also hallo, die zwei sind unterwegs hier. Ah, die will weg vom Boden im Hinterbein, das macht natürlich Spaß. Gut, 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 schön gesetzte Gruppe, ja. Super, und raus. Ja, das raus da vielleicht sogar noch so ein bisschen energischer. Piaffe noch im Vorwärts. Aber coole Trabtour. Wo sind wir? 75,7? Ja, das ist schon mal eine Hausordnung. Meine Herren nochmal. So, was sehen wir? Wir können ja immer nur beurteilen, was wir sehen. Wir sehen einen sehr klaren Viertakt. Wir sehen ein Pferd, was sich gut dehnt. Nickbewegung durch den Körper, die Bewegung zulässt. Und wir sehen, dass Drüberfußen auf jeden Fall da, wie groß, genau, schwierig, also auf jeden Fall ein guter, durch den Körper gehender, starker Schritt. Sie nimmt den Fleiß mit in den versammelten Schritt. Oh, 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 kleines Missverständnis, schade, Übergang nicht ganz gelungen, aber zack, da ist sie wieder. Ja. Gruppe toll gesenkt, das ist genau richtig. Bisschen im Vorwärts noch, aber gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Die beiden hier wachsen ja auch gerade erst da rein. Und sehr schön gemanagt von der Simike, ne? Hier wieder selbes Thema. Hätte sie sie hier jetzt noch mehr auf die Stelle geholt, hätte sie vielleicht einen Break. Insofern hat sie das super, super rhythmisch hier abgeliefert. Boah, die sind cool unterwegs. Total gut. Sehr schönes Seitenbild. Guck mal hier. Genick oben. Wechsel. Oh, nee, die Wechsel rein. Oh, Gott sei Dank. Super durchgesprungene Zweierwechsel. Ey, ich bin heute echt... Also die haben doch mal richtig Selbstvertrauen und das natürlich dann wieder auch Losgelassenheit mitbringend hier heute in die Halle. Sie ist insgesamt lässiger und zufriedener, die Flanell. Ja, da geht sie noch so ein bisschen auf Nummer sicher hier bei der Zickzack. Ne?
traut sich jetzt noch nicht ganz so viel Seitwärtsbewegung zu. Aber jetzt halten wir den Ball flach, alles ordentlich abgeliefert. Und ich glaube, wenn sie das noch ein paar Mal öfter geritten haben, wird sie da auch noch mehr ins Risiko gehen. Oh, nein, 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 ich habe sie zu viel gelobt. Ganz tolle Runde bisher und jetzt schade, die Einerwechsel, die mal zwei zählen. Okay, wir bleiben mal ganz locker. So viele Highlights hatten die beiden da drin. Das zelebriert die Flanell, diese Lastaufnahme. Das muss ein richtig cooles Gefühl da oben sein. Sehr schön. Ich gebe zu, mir gefiel die Linkspirouette sogar noch ein bisschen besser. Die sah mir noch ein bisschen ausbalancierter, sicherer aus. Aber jetzt sind wir richtig detailfanatisch. Sehr schön, viel Go nochmal nach vorne. Und jetzt noch eine coole Schlusslinie. Komm. Mal schnell auf den Trend. 74%, das ist schon richtig hohe Qualität, was wir hier sehen. Mega engagiertes Pferd, da steht genau das dran, was Semike sagte. Die will immer und die will immer noch ein bisschen besser werden. So, so. Passage mit einer Energie hier auf der Schlusslinie. Hallo! Boah, coole Runde. Viele Mega-Highlights da drin. Richtig cool. Der erste lange Grand Prix und wir sind irgendwo bei 74%. Ey, hallo, ich ziehe ganz groß den Hut. Okay, in den Einerwechseln durcheinander gekommen. Die Piaffen, die dürfen sicher noch sicherer werden. Aber insgesamt Anlehnung heute viel besser als gestern. Sicherheit, go nach vorne. Perspektivisch kann ich nur sagen, spitze. War eine tolle Runde. Große Einigkeit bei den Richtern. Dickes Ausrufezeichen, glaube ich, von uns hier auch an den Bildschirmen. Das war spitze. Und die 74,5 extrem klasse. Und mal an dieser Stelle ganz schnell ein dickes Dankeschön an Black Horse One für diese wunderbare Grafik mit dem Weihnachtsmann und seinen Rentieren. Die sind einfach süß.